Hallo Leute, hier ist der Negativ-Chief mit ja einem kleinen Video, das ich jetzt einen Tag lang oder zwei kein Video rausgebracht habe und finde ich zwar doof, aber ist auch okay. Und ich spiele halt ein bisschen Sprengkommando, bin zwar reingejoint, aber irgendwie 36,9, ich weiß, ist nicht das Beste, wenn man hier rumhält, aber sollte man machen, ne? Ich habe es jetzt schnell gespielt, ohne Team. Hatte keine Lust drauf. Mit AK-47, mit Schalter kann ich nur empfehlen. Die ist richtig geil, die Waffe. Abschlusslinien sind Predator, Chopper, Harry. Ich mag den Harry ja irgendwie. Der ist so sexy. Naja, egal. Zweite Waffe ist Spaß-12 mit Schalldämpfer. Ach, mit Griff. Und ja, das war eigentlich alles Wissenswerte, was ihr wissen solltet. Ja, ich hatte ein kleines Internetproblem. Mein Router, der hat sich überhitzt. Ist von Telekom. Ist nicht das Beste. Naja, was man machen, ne? Auf jeden Fall. Jetzt bin ich aber wieder da. Ihr braucht jetzt nicht denken. Sind keine Videos. Tricks. Ja. Und ich werde eigentlich immer darauf Lust haben. Oh ja, ich hatte einfach nur kein gutes Gameplay. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Und wenn es euch stört, ist es mir egal. Ich finde, eine 4er KD reicht vollkommen. Man braucht jetzt nicht unbedingt ein 16 zu 1. Und ja, dieser Spacko hat mich da weg. Was ich mal ansprechen wollte. Irgendwie lohnen DLCs irgendwie nicht so. Tarnungen, ja klar, die sehen einfach geil aus meistens. Tasche Pack-a-Punch sieht einfach geil aus bei Black Ops 2. Die sieht so geil aus. Weil ich... Ja, ich liebe eigentlich von Call of Duty 5 ist das, glaube ich, die Tarnung. Wenn man gepanscht hat. Und die sieht einfach geil aus. Die sieht einfach so geil aus. Und ja, ich komme hier von... Aber egal. Das ist meine Lieblingstarnung. Und Party. Egal. Ich finde DLCs sind eigentlich nicht so wirklich mein Ding, weil... Wow, toll, eine neue Waffe. Yay. Das ist normal dumm. Vorher hat die jeder gespielt. Die braucht aber keiner spielen, die Friedensstifter. Weil Friedensstifter ist schlecht, das ist mit die schlechteste Waffe im Spiel. Da gerade die Predator bekommen. Und ja, ich finde, du kannst sie nicht richtig spielen. Da hat mir einer den Kill gestealt, egal. Man kann die nicht richtig spielen, ohne dass man einfach nur upgrade. Die hat nice Sound, die hört sich wie Plastik an oder wie eine Soft Air. So, zum Beispiel AK-47 hört sich geil an. Vector hört sich auch geil. Okay, die hört sich wie so ein Elefantenfurz. So, naja, und ja, das kann man gar nicht mehr beschreiben, wie scheiße die DLCs geworden sind. Und wenn ich Studio spielen will, spiele ich Fine Range auf Black Ops 1. Das ist einfach so. Ich habe keine Lust auf so einen Scheiß. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nur noch MW2, MW3 und Black Ops 1 bringen. Black Ops 1 zwar weniger, aber Black MW3. Nukes und also Scheiße. Ich bin gerade dran, Nuke. Ach, eine Moab. Entschuldigung. Ich bin gerade dran, eine Moab mit diesem Revolver M12. Keine Ahnung. Diesen Revolver halt. Und der ist geil. Eigentlich alles ist geil an dem W3. Ne? Vorher MP7 und ACR. Ja, egal. Ich schaff schon wieder ab. Die DLCs sind unnötig, weil Maps sind immer wieder gleich. Man hat drei Laufwege, die man so nehmen könnte und wahrscheinlich auch immer nimmt. Und ich finde das eigentlich unnormal, eine neue Map zu, weil es reichen. Ich meine, es sind immer 15 oder so dabei. Also es ist sau viel. Und der Sackgesicht, jo. Das Sackgesicht hat mich durchs Fenster gekillt. Himmel. Schimmler. Hat was getrunken. Auf jeden Fall. Wie kann man einfach nur Maps machen, die immer wieder drei gleiche Laufwege haben? Einen großen Hauptlaufweg, einer sehr defensiv ist, der so ein bisschen defensiv ist. Das ist einfach nur unnormal. Das ist immer wieder sozusagen die gleiche. Hijack zum Beispiel. Man hat einmal unten, einmal diesen einfach das große Oberdeck.
Und dann einmal diesen kleinen Gang, wo man da rumkommt. So. Und den hat ein bisschen getrollt. Hä? Ja, und. Ja. Ja. Das sind nur drei Laufwege. Ja. Wartet. Die fällt mir gerade nicht ein. Nuketown genauso. Haus über Haus. Die anderen zwei Seiten, das waren wieder drei. Das geht einfach nicht. Erste Runde vorbei. Gleich kommt mein Chopper Gunner und der Harry und so ein Scheiß. Und ja, ich das wirklich unfair gegenüber den Spielern. Denn Spieler, wir müssen Spaß an dem Spiel haben. Wir müssen neue Maps haben. Wir dürfen nicht immer so ein Remakes machen von irgendeiner. Klar, die sehen gut aus. Studio, ich habe nichts gegen die Map, aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen Abzocke, finde ich. Und wie seht ihr das eigentlich so mit den DLCs? Jetzt denkt mal wirklich drüber nach. Gibt es mehr als drei Laufwege bei jeder Map? Ich denke nicht. So, ja, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie mich weiter aufregen und vom Thema zu kommen. So. Leider wurde jetzt die AN und die DSR und die Ballista gepatcht. Also die Snipen. Die zwei, die Kammerverschluss haben. Bei Kammerverschluss ist das ja so, man zieht einmal zurück. Also man repliziert einmal. Da fliegt die Kugel raus und man lädt dann noch den Lauf. So, was aber jetzt gepatcht wurde, also nerft, die wurden. Bei der DSR hat man, glaube ich, irgendwie eine Signal oder so gebraucht. So. Und nur Corona gemacht mit den, ja, mit dem Replizieren. Das ist irgendwie eine 1,5 Sekunden länger. Das geht gar nicht mehr, damit kannst du nicht mehr spielen. Und Ballista ist genauso jetzt wie, wie DSR 50. DSR 50 habe ich noch einen Clip auf meinem, ja, auf meinem Partnerkanal mit dem Mr. Pro Tricks. Kann ich jetzt hier mal einblenden und dann könnt ihr euch dabei einen masturbieren, runterholen, fingern, weiß ich nicht, Multi-Special Move. Da ist der Chopper Gunner. Und ja, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Ich finde das scheiße. Nur weil ein paar Leute mit Sniper spielen wollen, denen das Spaß macht, die eigentlich nichts anderes machen. Ich habe die D50 auf Gold. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist was schwer zu machen, aber warum muss man die dann immer runterpushen? Man kann die lassen, so wie die waren. Bei MW2 zum Beispiel. AK-47, ihr seht, die hatten sau Rückstoß, aber auch sau viel Schaden. Und bei der Ska-H kann man das jetzt nicht wirklich so sagen mit ja, Rückstoß hat die auch wenig und Schaden hat die auch so viel. Ja, aber die hat dafür ein ganz kleines Magazin. 30 Schuss ist nicht, 20 Schuss ist nicht viel. So, dann hat die jetzt in Black Ops 2, hat die wieder 30 Schuss. Das ist schon wieder mehr. Nur, die macht weniger Schaden. Die waren relativ ausbalanciert, als die noch nicht gepatcht waren. Bis auf die, ja, wie heißt unsere Freundin da? Die PDW. Die waren nicht wirklich ausbalanciert. Die können sie patchen, ist nicht schlimm. Aber AN war okay. Die hatte so wenig Rückstoß, war aber auch letzte Waffe, die man freischaltet. Okay, das war Glück, aber egal. War letzte Waffe, die man freischaltet und eigentlich war die. Ja. Ihr habt ja meinen Double Nuclear Fail gesehen. Da bin ich einfach nur zu dritt und mit Unterstützung. Das ist nichts mit dem Ding. Da war die noch ungepatcht, zum Glück. Auf jeden Fall. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. So. Das ist scheiße. Und irgendwie habe ich gerade den Faden verloren. Tut mir leid. Naja, ich denke mal, ist jetzt nicht so schlimm. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Pistols sind nie und nimmer so stark. Auf die Desert Eagle, diese Legende muss man haben, die episch. Ja, die ist einfach nur geil. Und in MW2 war die ja auch noch ein Monster. Nicht so wie in MW3. Da sieht die aus wie so Deck 45 Klatsch.
Und die Tech 45, die mache ich jetzt mit dem. Das kann nicht so stark sein. Und, auch die Kap 40. Die Tech, die tötet mit zwei Schüssen aus Entfernung. Mit zwei Schüssen aus Entfernung. So. Und das ist unnormal. Der seit ihr höchsten Rückstoß, die Tech nicht. Tut mir leid. Die hat einen übelsten Rückstoß. So, die Tech nicht. Und die Kap 40 hat auch zwar einen Rückstoß, die zieht wie die G18 nach oben, aber. aber man kann die gar nicht mehr spielen, weil die so viel Schaden macht. Ja, ich habe jetzt eigentlich wenig Lust, mich jetzt aufzuregen darüber. Kommentiert, abonniert und so ein Scheiß. Ich wollte es auch mal sagen, vielleicht funktioniert es was. Na egal, nein. Schreibt mal in die Comments, wie ihr das mit den DLCs findet und mit den genervten Waffen. Und ja, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder so. Ich weiß nicht, wie das geht mit den, um Kommentar zu betteln. Will ich eigentlich auch gar nicht. Egal. Ciao. Bis dann. Ich bin euer Negativ-Chief. Ciao.